So, weiter geht's mit Descent, Load Game, Level 19. Es dauert nicht mehr lang, dann ist das Spiel vorbei. Mit neuer Musik, natürlich. Nur ein Lied und das geht nicht so lang und das wird sich dann immer wiederholen. Also gewöhnt euch dran. hoffen wir, dass es nicht so schlecht wird. Hier gibt es nichts im ersten Raum, also total sinnlos, sich hier weiter aufzuhalten. Was? ja, toll. Vielleicht geht das Level ganz schnell vorbei. Das wäre ja auch cool. Und die blaue Tür. Und wo ist die rote? Das könnte witzig werden, das Level. Ich habe da so irgendeine Ahnung gerade bekommen. Ja, die ist neongrün. Schön für die Sinne. Ah, natürlich. Da bietet sich natürlich gleich dieser grüne Gegner an, der immer schön viel Schild abwirft. Und natürlich die größte Gefahr im Spiel überhaupt ist. Und noch einer. Ja, alleine kann man den da nicht irgendwo hin. Oh, ja klar. Alleine ist der zu großer Witz. Da muss er schon in vierfache Ausfertigung kommen. Denn dann könnte man ja eventuell mal sich verklicken und dann irgendwie aus einem Zufall Probleme kriegen gegen den Gegner. 200 Shield, was ist mit mir los? Schon eine Weile wird nicht gespielt jetzt. Aus technischen Gründen. Aus Gründen, die man technisch nennen könnte, wo sie es gar nicht sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ich weiß es nämlich nicht. Das war vielleicht jetzt ein bisschen suboptimal gespeichert. Da sind viele Gegner, aber das habe ich retten können. Ach, wie viel Schild wollen die mir eigentlich noch in den Rachen werfen? Auf jeden Fall ein sehr komisches Level, habe ich schon mal anbemerkt. Und da unten ist ja auch noch einer. Mal gucken, wer zuerst sterben will. Eher offensichtlich. Nein, er nicht. Der andere drängelt sich vor. Kein Problem, ich habe für alle hier was da. Ja, diesmal ist es wahrscheinlich wieder umgedreht. Uiuiui. Der ist jetzt tot. Immer schön langsam gegen diese. Möchte gern besser als Klasse 1 drohen. Was sie aber keineswegs sind. Oh, jetzt kommen sie von. Was ist das? Das ist dieser Bohrer mit Plasma. Also ein Überbohrer. Aber der mit Vulkan ist natürlich trotzdem ein bisschen angsteinflößender. Der hält auch ein bisschen was aus. Da erinnern wir uns. Unschön. Dass der schon so ein bisschen aushält. Weil er eine bessere Panzerung hat als andere. Hulks zum Beispiel. Zumindest die grünen. Und auch die grauen, glaube ich. Das wäre ja mal eine Idee für so einen Überhulk. Das Material eines Plasmabohrers als Schutzhülle und die Waffen eines roten Hulks, das wäre dann glaube ich echt heftig. Wobei ich jetzt gar nicht zwingend sagen kann, ob der rote Hulk wirklich weniger aushält. Aber das sind nur dumme Gedankenspiele, die einfach nur über die Zeit retten sollen, denn im Moment passiert nicht viel. Außer, dass ich etwas Energie bekomme und unsichtbare Gegner höre. Wir lieben sie. Erstmal den bösen Monitor zerstören. Das ist eh am schlimmsten. Ah, da ist einer. Irgendwie ist er aber ein bisschen schüchtern. Muss er ein bisschen aus der Deckung hervorlocken. Waren es schon, dann können wir ja weiter. Komisch. Das Lied ist jetzt sowas nichts Außergewöhnliches, würde ich mal sagen. Einfach mal. Atmosphären drüber bringend. Standard. Plasmabohre. Wir wissen, oberste Prämisse wie immer. Ich muss es gar nicht mehr erwähnen. Ihr wisst schon, was ich meine. Aha. Aber ja, für die Unwissenden, es geht ums Energiecenter. Sie schießen so schnell. So überaus schnell. Da muss ich ausnutzen, dass er so große Kugeln hat. Und ich mit meinen dünnen besser um die Ecke schießen kann.
Da ist er nämlich eindeutig im Nachteil in solchen Gefilden. Und der lebt immer noch. Er lebt eindeutig immer noch. Und er lebt immer noch. Er möchte einfach nicht sich zu seinen Ahnen gesellen. Doch, jetzt wird er aber gezwungen. So. Mehr Energie. Sehr gut. Und Geheimgang irgendwo. Scheinbar nicht. Dann bin ich wohl jetzt irgendwie in Rundgang gedreht. Wie konnte ich den dann übersehen? Cloaking. Lass mich cloaken. Ach nee, hier war ich schon nicht, ne? Ich hab nur den Monitor zerstört gehabt von Weitem und da ist einer meiner Lieblingsgegner. Vielleicht sogar der Lieblingsgegner. Denn bei der Namensverwandtschaft kann man sich ja nur lieben. Denn auch ich war mal Flieger beim Militär. Und dann, ja, da weiß man, die haben es echt drauf. Auf jeden Fall haben die Concussions, das habe ich mich ja schon mal gefragt, das sind keine Homings. Dennoch sind Concussions, wie wir wissen, manchmal sogar gefährlicher, weil die einen größeren Explosionsradius haben und subjektiv zumindest gesehen stärker einschlagen, größeres Vernichtungspotenzial erwirken und so gesehen eine größere Bedrohung sind. Vor allem, wenn sie dann so klein sind und weniger Angriffsfläche bieten als zum Beispiel ein roter Hulk und dann nur 800 Punkte geben, was total widersinnig ist. Wenn man bedenkt, dass diese roten Gegner, die total nichts können, auch nur 800 geben. Allein dafür müsste ich das Spiel jetzt eigentlich beenden und in die Ecke schmeißen. Ah. Ey, das ist doch witzlos. Habe ich Homings? Ich habe nur 5 Homings. Okay, ich habe im letzten Level ziemlich geschludert. Ich merke schon. Ist ja nicht so, als wenn es was Neues wäre. Er will halt nicht sofort sterben. Er will so tun, als hätte er was geleistet. Und er trifft mich trotzdem noch. Eigentlich könnte mir das jetzt egal sein. Ich habe so viel Schild rumliegen. Das verschwindet eh dann gleich. Deswegen ist mir das gerade schnuppe. Moment, 165 ist schon ein bisschen wenig. 195 hätte ich noch akzeptiert. Fakt ist, so ein Shield-Teil gibt ja nur 6 Shield-Punkte. Bei Insane zumindest. Was auch wieder total fies ist. Auf Trainee gibt es irgendwie 100 pro Shield. Deswegen hätte ich vielleicht lieber Trainee spielen sollen. Auf jeden Fall gibt es ja Concussions. Was ist das? Unsichtbarer Flieger, meine Lieblingsgegner. Absoluter Lieblingsgegner. Oder habe ich die überhaupt jemals schon mal gesehen? Unsichtbare Flieger. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es so etwas Böses überhaupt geben kann. Wer baut denn sowas? Und wo bleibt's denn jetzt? Ah, da schießt schon. Ich hab noch 200, du hast daneben geschossen. Ich weiß nicht, ist der vielleicht nicht unsichtbar, aber ich sehe ihn halt so schlecht wegen den Wänden. Ich hab keinen Schimmer, worauf ich schieße. Ich dachte schon, er wäre tot. Okay, er ist hier auf jeden Fall nicht unsichtbar. Wäre ja noch schöner gewesen. Sollte ich vielleicht von der anderen Seite kommen? Ne. Der lebt noch. Nicht mehr. Irgendwann muss ich auch mal durch die Türen gehen. Da bleibt mir keine andere Wahl. Vor allem, da mein Energievorrat zur Neige geht. Zu der Neige. Ja, grüner Hulk, der macht mir jetzt keine Angst. So langsam wie der schießt. Da ist so ein Plasmageschoss. Ungefähr 12-mal so schnell. Aber das ist jetzt nur irgendwie um den Daumen gedreht. Um den Daumen gepeilt. Bis der Daumen abgebrochen ist. Und weg mit dir. Aber ich merke schon, es wird kein sehr schweres Level mal wieder.
Aber es wird keine schweren Level mehr geben, denn ich bin einfach zu gut geworden. Seht euch an, wie ich hier rocke. Ich rocke. Aber sonst bin ich jetzt einen Rundgang geflogen. Da sind Gefangenen. Soll ich die vielleicht zuerst holen? Es könnte ja sein, immerhin, dass da auch... Ist so witzig. Ich sehe dich nicht. Komm, ich will verstecken. Da könnte auch Energie sein, da drin sein bei den Gefangenen. Da ist schon mal das erste hier verschwunden. Bestimmt Shield, was total dumm ist. Da komme ich erst rein mit dem blauen Schlüssel. Die Auswahl ist viel zu groß. Gehen wir einfach da rein mal. Moment. Mal gucken, ob sich das überhaupt lohnt, denn hier scheint ja gar nichts zu geben. Und dann bin ich schon wieder hier draußen. Okay, das hat alles Verbindungen. Und dann ging es auf jeden Fall noch runter. Also es könnte ja sein, dass es da irgendwie weitergeht. Ah, dieser dumme Depp da. Ich gehe aber mal weiter weg. Dann trifft er mich doch nicht. Ich weiß, ich habe mich wieder selbst beschädigt. Scheiß drauf. Oh, ich dachte, ich hätte alle. Oh. 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 Ah, da. Im Gesicht ist er. In meinem Gesicht hängt er rum. Kommt er nochmal? Von wo kam er jetzt? Immer diese Orientierung. Orientierung im Westen. Die Orientalisierung. Wo? Ah! Ah! Wo versteckt der sich denn? Ich hab ihn nicht getötet. Was macht der denn da für Faxen? Der ist wohl für ganz klug. Ich hab echt nicht mehr viel Energie. Ich hoffe jetzt echt, dass das der korrekte Weg ist. Deswegen speichere ich mal unter einem neuen Stand. Denn falls die Energie zu Neige geht, könnte es echt ein Problem geben. Immer dasselbe Geseier, aber es gibt ja auch keine neuen Story-Elemente hier. Da. Er denkt wohl, er könnte ausweichen, aber nicht auf Dauer. Denn jetzt ist er tot. Zack. Der erste war noch so schön ausgetrickst und der zweite korrigiert die Fehler seines Bruders. 9 Homings habe ich aus irgendeinem Grund inzwischen. Da war irgendwo ein Viererpack scheinbar. Er versteckt sich lieber, anstatt zu kämpfen und dann einen Ausfall machen. Das habe ich ja ganz gern. Und der dritte. Vierte sogar. Ein kleiner Raum, bewacht von 4 Blasmobohrern. Hier muss es irgendwas Geiles geben. Zumindest gibt es Energie, das ist schon mal gut. Damit kann ich dann schon mal meine Entscheidung, hier reinzugehen, ein wenig rechtfertigen. Gegenüber dem Komitee, gegen den Sponsoren und überhaupt. Nee, so nicht. Sterb doch bitte mal. Oh nein. Oh nein. Traue ich mich jetzt zu speichern? Lieber nicht. Ich hab's mir nämlich gedacht. Dann hätte ich jetzt echt derbste Probleme. Zumindest mal den Plasma-Typ bitte mal killen. Der versteckt sich jetzt bestimmt hinter dem Flieger. Der ist tot. 10 Energie. Und muss so reichen. Bam. Da kommen die Raketenteppiche auf mich zu. Fliegende Raketenteppiche. Er geht zur Seite. Er denkt, er wäre ein echter Ausweicher. Ein echter Rausreißer. Ein Kriegwender. Aber er ist nur ein Pfannenwender. Wenn ich mit ihm fertig bin, dann ist er nämlich so platt wie ein Pfannkuchen. So,
kann das was werden. Wir müssen nur dran glauben. Noch hat er ein bisschen Schild. Uiuiui. Wo? Da! Hinter der Oberkante. Hinter der Seitenkante. Hui. Er trifft mich halt immer wieder. Kein Ding, kein Ding. Ich gehe ein bisschen Sicherheit. Oh, da kommt er schon. Ja, es bringt ja auch nichts, dann mehr zu schießen. Er geht ja weg und dann treffe ich ihn so oder so nicht. Dann kann ich auch einfach nur ein bisschen Energie sparen, schießen und irgendwann trifft es dann vielleicht doch mal. Das sind immerhin 4 Laser auf einmal. Das hat doch ein bisschen Auswirkungen, hoffentlich. Hui, es kommt aber zu mir. Dumm. Na gut, dann müssen wir das ein bisschen anders angehen. Nehme ich hier mal speichern. Jetzt ist er weg. Jetzt habe ich Bock auf Pfannkuchen. Quartlaser. Ah, die wussten genau, es dauert hier eine Weile, bis man mal das Energiecenter findet. Deswegen haben sie da so einen Kram hin platziert, wo ich jetzt hier gar nicht hinkomme. Ich befürchte fast, dieser Raum hier war umsonst. Ich komme jetzt zwar wahrscheinlich da irgendwie hin. Aber das ist auch nur ein bisschen, um die Sache hinaus zu zögern. Bis man das Energiecenter irgendwann erwischt, findet. Und sonst gibt's hier nichts. Na gut, man ist ja jetzt nicht so blöd und fliegt einfach wieder weg, denn hier ist ja eindeutig. Das wäre jetzt peinlich gewesen, wenn da nichts wäre. Aber sonst war das hier echt für die Katze, hätte ich auslassen können. Und da ich es nun mal jetzt gemacht habe, dann lasse ich das auch. Wie ich das liebe, diese Zeitverschwendungen. Hier ging es aber auch noch irgendwie anderswo raus dann. Da kann ich ja die Verbindung nutzen und vielleicht habe ich es dann einfacher bei denen Räumen, die jetzt noch folgen. Das ist nämlich der Hauptgang. Und hier auch. Ja toll, das bringt's ja voll, dann ist es bestimmt total einfach. Gut. Dann, ach, die sind Stockwerk tiefer. Dann wird der Raum ja bestimmt auch für die Katze sein, das sind alles keine Energiecenter. Ich guck nur mal nach, ich will mich vergewissern. Da sind nur fucking Hostages. Die kann ich mir später oder gar nicht einsammeln. Da gehe ich jetzt noch nicht hin, es reicht nicht mit der Energie. Merken wir uns. Hostages böse. Dann hätten wir noch die Möglichkeit, rein theoretisch, war ich da noch nicht? Tatsache. Das Stückchen hier war noch nicht aufgedeckt. Was ist denn hier? Gegner, oh Wunder. Ja, das lohnt sich ja richtig hier. Ich glaube, wir wissen, was hier sonst noch so ist. Auch wieder so ein unnötiger Raum. Also, das Level hat davon viele. Es wird leiden müssen für diese Impertinenz. Das geht aber nicht. So, gucken wir mal da rein. Neue Metallwände sehen nicht so schlecht aus, lassen neue Gegner vermuten. Großer Raum, wo sind die Spawner? Ah, hätte ich bloß nichts gesagt. Moment, ich glaube zwar, es wird hier der richtige Weg sein. Ja, hier gibt es Smarts. Aber um ehrlich zu sein, da ist was Rotes. Ah ja. Lasst mich überlegen, ob ich da jetzt hin will. Hin muss. Energiecenter in Jorn.
Offensichtlich bin ich hier noch zu früh, aber irgendwann muss ich dann schon dahin. Gut. Ich brauche trotzdem für so einen Spawner reicht Energie niemals. Kann ich mir jetzt noch nicht zumuten. Da war aber noch eine letzte Möglichkeit, oder? Immer ist es die letzte Möglichkeit, das regt mich auf. Dass ich nie mal irgendwie Feuer drauf komme. Ah, da haben wir... Oh, spawnen die tollen Dinger wieder. Schon früher. Da komme ich ja gar nicht erst durch. Ist die Frage, ist da ein Energiecenter? Oder ist es da nicht? Habe ich die erst geweckt durch meine Anwesenheit? Boah, die schießen ja schon, bevor ich überhaupt drin bin. Das ist fies. Kann ich sonst noch irgendwo hin, bitte? Lass mich doch irgendwo anders hin. Da ist das Exit, ja, stimmt. Ein sehr kompaktes Level. Ach, was ist da denn jetzt? Wo kommt der? Ach so, ich verstehe. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Es geht erst auf, sobald ich da reingehe. Und da auch. Das ist ja nett. Das bestätigt die Vermutung, ich muss dahin. Dann war es wohl ganz gut, dass ich da schon mal drin war in der Tür. Das ist die Frage, wie löse ich das am effektivsten? So. Jetzt sind sie nämlich hier draußen und können mir nicht entkommen. Jetzt stellt euch mal vor, ich wäre erst in diese Tür reingegangen und dann hätte ich gar keine Ausweichmöglichkeit gehabt, weil dieser Raum hier ja auch noch bewacht wäre. Und das nicht zu knapp. Da hätte ich einige Shield Points verloren. Oh, wehe, da ist jetzt gar nichts drin. Was hat das dann bitte schön gebracht? Alles Zeitverschwendung. Nix. Danke für nichts. Ich brauche fucking Energie. Du musst sterben. Irgendwie. Na gut, gehen wir ein bisschen weiter zurück. Damit ich da jetzt gleich mal durchbrechen kann. Da lebt noch was. Der soll noch sterben, dann kann... Ach, der auch noch. Die dummen Türen sind halt im Weg. Der ist aber auch tot. Gut. Könnte interessant werden wegen der Energie. Kann ich da schnell genug durch? Ich befürchte fast nicht, weil das Plasma ist halt so derbe schnell. Übel. Aber das Positive ist, die geben ja so viel Shield. Also eigentlich, da ist sogar die blaue Keycard. 19,4. Also eigentlich könnte ich, wenn ich jetzt den Rückweg gut schaffe, das so lassen. Und im Blauen gibt es dann hoffentlich endlich in der blauen Tür eine Energiesende. Sonst wieder hier nichts. Gut, sehr scharf bewacht. Eher durch den Vorraum. Jetzt wird es nämlich nochmal spannend. Aha! Gut. Ich habe eine Idee. Eine Idee. Die mir gerade mal kam. Ganz zufällig. So. Ich glaube, ich habe die Grünen schon erledigt. Hoffe ich mal. Wenn sie jetzt die Tür nicht beachten. Ja, aber die Spawner haben es trotzdem bemerkt. Sonst. Den habe ich auch vorher nicht gesehen. Das ist ja ein Flieger. Ich glaube, den will ich irgendwie nicht wecken. Den ignoriere ich jetzt. Ich glaube, den ignoriere ich jetzt. Obwohl, eigentlich will ich ja nicht.
eigentlich will ich ja nicht. So, blau und jetzt schnell zurück.